erste Highlight für die Mosquito Athletics gab es bereits am Mittwoch. Da trafen die Adnang auf die Bern Cardinals. Sowohl die Adnang als auch die Berner hatten bis zu diesem Aufeinandertreffen kein Spiel verloren und darum war dieses richtungsweisend. Ja, es ist auf jeden Fall super, wenn wir jetzt noch einen Sieg holen würden gegen Bern. Alles andere wäre auch kein Beinbruch, weil auf uns warten nur die Bulgaren und die Griechen, die absolut in Reichweite liegen. Das heißt, aber natürlich würden wir gerne auch gegen die Schweiz einen Sieg holen. Das Spiel gegen die Schweizer verlief aber nicht nach Wunsch für die Athletics. Johnny Berrigos hier mit einem Homerun und sein starkes Team siegten schlussendlich mit 15:3, wobei die Adnanger ihre Pitcher schon fürs eventuelle Finale schonten, mit dem sie fix rechneten. Wir gingen davon aus, dass wir gegen Bulgarien und gegen Griechenland gewinnen. Das sind vermutlich die schwächsten Mannschaften. Und wenn wir so spielen wie gestern und vorgestern, dann dürfte das eigentlich kein Problem sein. Ich bin Nummer 3 Pitcher normalerweise und habe halt nicht mehr einen guten Tag gehabt. Aber wir schaffen es am Samstag, bin ich mir ganz sicher. Ja. Für die Athletics Adnang Puchheim reichte ein weiterer Sieg gegen Ainos Kefaloni aus Griechenland, um ins Finale einzuziehen. Die Freitagsspiele fielen ins Wasser und auch die Samstagsspiele mussten wetterbedingt verschoben werden. Dennoch gab es Volksfeststimmung im Stadion. Und der Gegner hieß wieder Bern Cardinals. Nachdem die Schweizer das direkte Duell gewonnen hatten, stand es bereits vor dem Spiel 0:1 in der Best-of-3-Serie. Und die Adnanger agierten wie ausgewechselt. Angefeuert von über 400 Fans legten die Athletics einen wahren Traumstart hin und führten schnell mit 4:0. Sie siegten schlussendlich im ersten Finalspiel mit 9:1 und glichen damit zum 1:1 aus. Es kam zum alles entscheidenden Finalspiel im Adnanger Baseballstadion, das an Spannung kaum zu überbieten war. Denn auch der Start des zweiten Spieles verlief ganz nach Wunsch für die Moskitos. Nach dem fünften Inning und damit der Hälfte des Spieles stand es 4:2. Die Hausherren weiter im Vorwärtsgang konnten die Führung im siebten Inning bereits auf 6:2 ausbauen. André Gruber läuft diesen Punkt nach Hause und nur noch zwei Innings waren ausständig. Was zu diesem Zeitpunkt natürlich noch keiner wissen konnte, der achte und neunte Spielabschnitt standen ganz im Zeichen der Schweizer, die schon im vorletzten Inning auf 5:6 herankamen. Es ging um den Europacup und noch führten die Adnanger. Noch, denn es wurde dramatisch, fast tragisch. Neuntes Inning, die Gäste glichen aus, wobei die Moskitos dieses 7:7 nicht so einfach hinnehmen wollten. Die Adnanger noch immer in der Defense und die Schweizer haben noch nicht genug. Der beste Spieler des Turniers, John Baum, läuft das 8:7 für die Berner nach Hause. Einmal dürfen die Adnanger noch in die Offense, aber vergebens, ein Strikeout krönt die Schweizer zum Europacup-Sieger und die Adnanger konnten es kaum fassen. Fast ein ganzes Spiel dominierten sie, aber leider nur fast. Naja, im Fußball heißt es, ein Spiel dauert 90 Minuten und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Da heißt es vielleicht, ein Baseballspiel dauert 9 Innings und am Ende gewinnen dann immer die Schweizer. Haben letztes Jahr schon Glück gehabt und ich glaube auch, wer das heute gesehen hat, hat gesehen, dass wir eigentlich die bessere Mannschaft waren. Und, aber okay, es gehört auch das nötige Quäntchen Glück dazu. Das hat leider gefehlt und hat nicht ganz gereicht. Aufgeben, dieses Wort gibt es auf Schweizerdeutsch anscheinend nicht. Nee, da hatten wir schon am Donnerstag gegen die Slowenen für die Qualifikation für das Finale, hatten wir schon einen Rückstand aufgeholt und jetzt wieder. Das ist natürlich cool für die Teammoral. Ein tolles Turnier, insgesamt 1200 Zuschauer im Stadion, ein Finale, das sich sehen lassen konnte und ein guter zweiter Platz. In Adnang Puchheim kann man durchaus zufrieden auf die Europacup-Woche zurückblicken. Die Commissioners haben gemeint, das ist dieser ganz ein tolles Feld und sie würden sich freuen, wenn wir da noch viele europäische Bewerber hier ausrichten. Das Turnier ist eigentlich sehr gut verlaufen. Das Wetter hat halt nicht ganz mitgespielt, aber was soll es, im Sommer war es eine schöne Woche, eine schöne Baseballwoche. Leider nicht mit dem Happy End, aber was soll es.